Die Fischereibruderschaft zur Bergheim an der Sieg blickt auf eine lange Geschichte zurück. Von den 14 Familien, die im Mittelalter Mitglied der Bruderschaft waren, gibt es heute noch 9. Die Zugehörigkeit zu diesen Stämmen wird jeweils auf die ehelich geborenen Söhne vererbt. Obwohl seit Mitte des 20. Jahrhunderts keine Berufsfischerei mehr existiert, lebt die Bruderschaft weiter. Seit inzwischen 1025 Jahren. Das muss gefeiert werden. Bergheim an der Sieg in der Gemeinde Troisdorf. An vielen Orten im Dorf wird gehämmert und gesägt. Die Fischereibruderschaft zu Bergheim bereitet sich auf ihr großes Fischerfest vor. Für den Festumzug bauen die Stämme ihre Wagen zusammen. Über 1000 Jahre existiert diese Bruderschaft. Das anstehende Jubiläum führt zum Nachdenken über die eigene Geschichte. Alle die hier sind die Schelz. Die hatten einen Urgroßvater und der hatte 56 Enkelkinder. Und davon stammen wir alle. Die sagt eben, damals, vor uralter Zeit, da war am Königshaus einer von der Sippe, von den Fischern, und der war Hofmann. Der hatte ja die Kappe und da waren die Klingel dran. Da sagt man, davon kommt der Name her. Ob das alles richtig ist, das weiß man. Kann man auf jeden Fall auch nicht nachverfolgen. Was man in verschiedenen Gegenden werden die Schuppen der Fische auch als Schellen genannt. Und diese Schellen, da kann er natürlich auch herkommen. Der Stamm Schell stellt die Familiengeschichte in Verbindung mit den Traditionen der Bruderschaft dar. Das Korbflechten gehört auf jeden Fall dazu. Unser Vater war der letzte Korbflechter hier in Bergheim. Und der hat das bis in die 80er Jahre hat er Körbe gemacht. Hier ist der Trichter, wie Sie sehen. Der kommt jetzt so rein. Dann hinten durch diese schmale Öffnung schwimmen die Aale in diesen Fischkorb rein und können nicht mehr raus. Das gleiche Prinzip wie in der Reuse. In einer Halle auf der anderen Seite des Dorfes arbeitet eine Gruppe aus dem Stamm Engels. Sie machen ihr Boot klar und zeigen das Fischen mit der Blitze. Zieh mal kurz. Zieh mal hoch. So, okay, jetzt ist das Netz oberhalb des Wassers. Jetzt kann er sehen, wie viel Fischstand im Netz drin ist. Und jetzt kommt das Schwierige dabei. Wenn man das Netz aus dem Wasser zieht, muss es langsam geschehen. Sonst kann es sein, wenn ich schnell das Netz aushebe, dass der Fisch aus dem Netz rausspringt. Diese Fischart kann man nur machen im seichten Gewässer. Man kann nicht machen in einem fließenden Gewässer, wo starke Strömung ist. Da ist das nicht angebracht, sowas. Fischerei war über Jahrhunderte ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region. Die Bruderschaft war eine Art Berufsgenossenschaft. Sie sicherte mit den Fischereirechten die Lebensgrundlage ihrer Mitglieder. Bis heute haben sich altertümlich klingende Regeln erhalten. Da ja nur die männlichen Mitglieder in der Stammrolle aufgenommen werden, wird der Stamm Engels natürlich mit der Zeit immer kleiner. Beim anstehenden Jubiläum sind aber auch die Fischerfrauen eingeplant. Sie sollen im Umzug das große Fangnetz tragen. Bereits beim letzten Jubiläum 1987 boten die Frauen ein eindrucksvolles Bild. Und schon 50 Jahre früher trugen die Fischerfrauen das Netz im Festzug. Auch in diesem Jahr bereiten sich die Frauen auf ihre Rolle vor. Sie treffen sich, um ihre Kostüme für den Festzug zu nähen. Ja, wir leben, oder mein Vater und mein Bruder, die leben halt diese Fischereibruderschaft, diese Tradition aus. Und in dem Moment ist man auch, oder ich als Tochter bin damit groß geworden. Wenn man dann ein Teil von ist, ein Stück von, halt, ich sag mal nur als Fischertochter, ich finde es einfach faszinierend.
Frauen von damals, die waren ja auch schlicht und einfach gekleidet. Und so werden wir halt auch gehen, schlichte, einfache Röcke. Ein bisschen Highlight haben wir gesagt, die Spitze daran. Aber schon so ein bisschen angepasst, wie war es wirklich vor 1025 Jahren. Zurück zu den Männern. Beim Stamm Grommes wird ein Aalschocker auf den Wagen gesetzt. Da kommen jetzt noch die Netze dran, an der Seite noch die Reusen. Und dann müssen wir gucken, wo wir noch ein paar Plastikfische herkriegen. Die Vorfahren sind halt damit gefahren im Jahr, ne? Und haben damit die Fische aus dem Rhein geholt. Also täglich Brot, sag ich mal, haben sie damit verdient. Hier ist ja ein Zusammenschluss von ehemaligen Berufsfischern, die ja den Beruf, sagen wir, kaum noch ausführen. Und deshalb ist auch die Beziehung heute nicht mehr so wie früher. Und es wird ja lediglich nur noch theoretisch gepflegt. Es ist ja praktisch nur eine theoretische Verwaltung der Bruderschaft. Ja, es ist Brauchtumspflege. Also ich beispielsweise habe mit Fischerei ehrlich gesagt gar nichts am Hut. Und ich habe das von meinem Vater halt geerbt, die Mitgliedschaft, wie wir es alle von unseren Vorfahren geerbt haben. Und deswegen mache ich da mit, weil das dann einfach auch Spaß macht. Ich finde, es ist auch für uns eine Verpflichtung, das einfach aufrechtzuerhalten. Wir sind jetzt im Jahre 1025 seit Bestehen. Und es wäre schade, wenn das irgendwann auslaufen würde. Dazu müssen auch historische Ereignisse erinnert werden. Der Stamm Engels hat sich ein ziemlich kompliziertes Thema ausgesucht. Das Motto ist hier Abkauf des dritten Fisches vom preußischen Staat. Dort haben die Fischer es damals verstanden, den dritten Fisch, den wir normalerweise als Lehnsgabe abliefern mussten, zu erkaufen. Man sieht es jetzt hinten, aus dem Netz fallen die Taler raus in den Schlund des Fisches. Um das zu verstehen, müssen wir weit in die Geschichte der Bruderschaft zurückschauen. Die Fischereirechte in Rhein und Sieg gehörten im Mittelalter dem Kloster Willig. Die dort lebenden Ordensfrauen gaben den Bergheimer Fischern die Fischrechte. Im Gegenzug erhielten sie jeweils den dritten Teil des Fangs, also den dritten Fisch. Mit der Säkularisierung im 19. Jahrhundert gingen die Rechte vom Kloster an den preußischen Staat. Und die Fischer hatten Sorge um ihre Lebensgrundlage. Man wusste ja nicht, was jetzt der Fiskus macht. Setzt der Fiskus auf eine zukünftige Zeit den Wert, Gott weiß wie hoch, da war ja nicht zu bezahlen. Man einigte sich auf 600 Taler als Ablösesumme. Damit erhielten die Fischer die Rechte am ganzen Fang. Heute wäre das eine Summe von etwa 30.000 Euro. Viel Geld für eine arme Gruppe von Fischern. Nachdem jetzt der dritte Fisch noch angekauft worden ist, waren sie dann vorsouverän. Und das ist einmalig in Deutschland. Bis heute ist diese Bruderschaft ziemlich einmalig. Vor 2 Jahren haben wir die Fischerbrüder kennengelernt und sie beim Bau des neuen Fischereimuseums begleitet. Der Rote Turm direkt an den Siegauen ist für die Bewahrung und die Darstellung der eigenen Tradition ein wichtiger Ort. Für die Museumsleiterin Dr. Heike Lützenkirchen gehört noch etwas mehr dazu. Das ist ja bei dem Museum so, dass das neue Fischereimuseum Bergheim an der Sieg sich thematisch auch erweitert hat. Also es hat ja angefangen als Fischerhaus mit einer Sammlung oder Zusammentragung von Objekten aus dem Bereich der Fischerei. Und heute ist es eben ein Museum, das sich mit dem historischen Fischfang an Rhein und Sieg beschäftigt. Natürlich mit der Geschichte der Fischereibruderschaft, aber auch, und das ist ganz wichtig, mit dem Naturschutzgebiet Siegaue. Und dadurch, dass das Thema so etwas erweitert worden ist, ist das auch für die Leute, die hier zugezogen sind oder die aus der Umgebung kommen oder die hier aus Gründen der Naherholung wandern oder spazieren, Fahrrad fahren. Für die ist das auch sehr interessant, denn es ist etwas sehr Besonderes. Für die Kulturwissenschaftlerin ist klar, ein Jubiläum ist bedeutsam für Identität und Erinnerungskultur einer Gruppe. Ja, ich glaube, die Jubiläen sind eben wirklich besondere Punkte. Da besinnt man sich auf seine Geschichte und gerade die Fischerbrüder waren da immer sehr aktiv. Also es fängt an, 1937 gibt es ja einen Film, der das viertägige Fest dokumentiert. 1962 haben die Fischerbrüder zum Beispiel sich ein Wappen gegeben und ein Siegel. Bei dem Fest 1987, dem 1000-jährigen Fest, hat man das erste Fischereimuseum gebaut. Und heute ist es ja genauso, im Jahr 2012 gerade ist das neue Fischereimuseum fertig geworden. Gerade zu diesen Jubiläumsfesten wird da vermehrt Energie reingesteckt in diese Aufgabe.
Traditionen zu erhalten ist ein Balanceakt. Alte Dokumente können in Museumsvitrinen aufbewahrt und ausgestellt werden. Hier zum Beispiel ein historischer Vertrag zu den Grenzen der Fanggebiete. Um das Wissen über diese Geschichte lebendig zu halten, gehören Rituale wie das Abgehen der Grenze dazu. Es ist eine Woche vor dem großen Fest. Bei strömendem Regen hat sich der Vorstand der Bruderschaft in Fischerkluft und mit Fahne versammelt, um einen Grenzgang zu vollziehen. Ja, liebe Fischerbrüder, wir stehen jetzt hier an dem Grenzstein, an der Nordbrücke der Stadt Bonn. Und wir müssen jetzt wieder feststellen, dass hier wieder Verschmierungen stattgefunden hat. Diese Verschmierungen werden wir wohl nicht mehr wegkriegen. Da müssen wir mit dem Übel der heutigen Zeit leben. Das Gebiet der Bruderschaft ist mit 4 Grenzsteinen gekennzeichnet. Grenzgänge waren in der Vergangenheit von großer rechtlicher Bedeutung. Regelmäßig wurde der eigene Grundbesitz in Augenschein genommen. Von der Bonner Nordbrücke zur Siegmündung, von Pützchen nach Beul. Ich darf vielleicht mal kurz vorlesen, was da auf dem Schild steht. Grenzstein am Heiligen Brunnen in Beul-Pützchen. Errichtet am 15. Mai 1965. Von dem Kradenpol bis an den Finkenberg, daher gleich herab in die Koffergass, an die Haserweid, von der Hasenweiden in den Rhein dazwischen, soll niemand fischen, als die Bergheimer Fischer von alters her gehabt haben. Auch 1937, beim damals 950-jährigen Jubiläum, gingen die Fischerbrüder ihre Grenzen ab. An der Pflege alten Brauchtums nahm damals nicht nur der Vorstand teil. Das Jubiläumsfest 1937 war für das ganze Dorf ein Ereignis. Insgesamt 4 Tage wurde gefeiert. Als erster Höhepunkt fand ein nächtlicher Fackelzug statt. Hier wird der politische Einfluss auf die Festgestaltung sehr deutlich. Insgesamt zeigen diese historischen Filmaufnahmen, dass die Tradition der Bergheimer Bruderschaft für die NS-Ideologie anschlussfähig war. Betont wurde der nationale Bezug. Das als deutsch deklarierte Brauchtum mit angeblich germanischen Wurzeln bot eine ideale Projektionsfläche. Kleidung, Frisuren, Familien. Hier werden Bilder ganz bewusst eingesetzt, um das Idealbild des sogenannten deutschen Volkstums zu vermitteln. Die tatsächlichen historischen Bezüge der Bruderschaft, ihre Wurzeln im Religiösen, spielen in der NS-Ideologie keine Rolle. Stattdessen werden fast schon militärisch anmutende Massenbilder erzeugt. 2 Jahre später beginnt der Zweite Weltkrieg. 25 Jahre später, zum 975-jährigen Jubiläum, wird der christliche Bezug der Bruderschaft wieder deutlich betont. Auch das inzwischen für zahlreiche Vereinsfeiern traditionelle Gedenken an die Toten der Weltkriege gehört in Bergheim 1962 dazu. Wie im Anschluss der große Festzug durch den Ort. Das 1000-jährige Jubiläum der Bruderschaft wurde schon in Farbe gefeiert. Diese Bilder waren eine wichtige Anregung für das aktuelle Fest, die 1025-Jahrfeier. Welche Elemente eines Festes bleiben bestehen? Welche verändern sich? Auch eine Traditionsgemeinschaft wie die Fischereibruderschaft schlägt sich mit ganz aktuellen Problemen herum und zeigt diese im Festzug. Und da kam die Zeit der Kormoran. Erst eine, dann mehr. Die schnappen alles, was sie kriegen können. Da habe ich dann ein Netz gesetzt und noch ein Netz, 4 Netze hintereinander. In der ganzen Woche habe ich noch 3 Fische gefangen. Okay, der Kormoran ist auch ein Vogel. Ein
wenig nützlich, aber das ist eben Vogel. Der hört irgendwie auf die Welt, aber der gehört nicht zu uns. Mein Großvater, Geburtsjahrgang 1867, mein Vater 1908, die wussten nicht, was Kaumaraner waren. Die Kaumaraner sind erst zu uns hingekommen, wie die unter Schutz gestellt wurden. Für die meisten Zuschauer stehen heute aber nicht Probleme, sondern das Fest im Vordergrund. Viele von ihnen haben eine persönliche Beziehung zur Bruderschaft. Fest am Hennesleben! Sicher ein Bekannter, der ist hier gebürtig von hier, der ist damit dabei in der Fischerbruderschaft, in dem Stamm Brunks. Und der hat uns eingeladen, haben gesagt, fahren wir hin. Freunde von uns gehen mit im Umzug. Und da haben wir gedacht, trotz des schlechten Wetters können wir uns den Zug mal angucken. Es passiert ja auch nur alle 25 Jahre, da muss man sich das ja auch mal angucken. Brauchtum muss erhalten bleiben, ne? Wie unsere, auch unsere rheinische Sprache. Meine Oma ist eine geborene Heinzen und da komme ich dann auch irgendwo her. Erinnerungsrituale wie Jubiläumsfeiern haben eine feste Choreografie. Für die Fischereibruderschaft Bergheim sind neben dem Festzug mit historischen Wagen der Gottesdienst mit Totenehrung und die anschließende Matinee zentrale Festelemente. Ein wichtiges Ritual sind die Ehrungen. Wenn man da jetzt anfangen wollte, dann würde es allerdings etwas länger. Die Fischereibruderschaft zu Bergheim an der Sieg ernennt hiermit Herrn Fischerbruder Willi Engels aufgrund seiner 49-jährigen Vorstandsarbeit und seiner 40-jährigen Tätigkeit als erster Brudermeister sowie seiner Verdienste zum Aufbau des alten sowie des neuen Fischereimuseums zum Ehrenbrudermeister. Eine Tradition wie die Bruderschaft funktioniert nicht ohne Ehrenamt und Engagement. Der symbolische Dank durch eine solche Urkunde ist wichtig für den inneren Zusammenhalt einer Gruppe. Nach außen repräsentiert sich die Gruppe im Festzug durchs Dorf. Hier kommen die vorbereiteten Wagen zum Einsatz. Dargestellt wird die komplette Geschichte der Bruderschaft. Angefangen, wie es sich gehört, im Jahr 987. Es ist traditionell so, dass die Jungfischer die erste Gründungszeit darstellen, sprich die Germanen. Der Verein wurde 987 gegründet. Und das war eben die Germanenzeit und die möchten wir heute repräsentieren. Ja, wir haben uns dieses Jahr ja sehr auch an den letzten Umzügen, natürlich an dem 1000-Jährigen und 975-Jährigen orientiert. Das heißt, wir haben die alten Fotos durchgeguckt, was haben wir damals gemacht und so und was kann man davon heute noch wieder umsetzen. Ansonsten tummeln sich noch Burgfräulein, Ritter und Heilige im Zug. Sie präsentieren Fischerboote, Fangkörbe, Reusen und Netze. Begleitet von unzähligen Fischern in blau-weißen Hemden. Manchmal ist die Stimmung ähnlich wie beim Rosenmontagszug. Statt Kamelle gibt es aber Fischerbrötchen. Im Festzug wird aber auch deutlich, es ist ein Anlass, wo auch andere Bergheimer Vereine mitmachen. Schützenvereine, Musikchors und die Freiwillige Feuerwehr. Das wichtigste Ritual fand am Tag zuvor statt. Neue Mitglieder werden beim Geding, also der großen Mitgliederversammlung, feierlich zu Jungfischern gemacht. Seid ihr bereit zu geloben nach deutscher Art und Handschlag auf Mannes Ehre der Fischereibruderschaft zu Bergheim an der Sieg, ihren Prinzipien und Statuten gehorsam und treu zu bleiben für alle Zeiten? Wir sind bereit. Heinrich Boss hat erst vor wenigen Jahren erfahren, dass er Wurzeln in der Bergheimer Bruderschaft hat. Nehme ich dich hiermit nach Vollendung deines 16. Lebensjahres als Jungfischer in die Fischereibruderschaft Bergheim an der Sieg auf. Herzlich willkommen. Hab mich aber dann selber dran gegeben, von mir aus dann zu suchen, wie weit ich hier herkomme. Vereidigt werden, das ist eigentlich ein schönes Gefühl, weil man trägt ja die Tradition, die schon seit über 1000 Jahren aufrecht ist.
fort. Und ich bin ja nicht sehr alt, die anderen schon, teilweise zumindest. Und dann fühlt man sich doch irgendwie so ein bisschen besonders, weil man weiß auch, dass spätere Generationen das auch weitertragen werden. Und die werden wahrscheinlich das gleiche Gefühl haben wie ich. Über meinen Großvater, der war in Köln geboren, dessen Vater kam aber aus Bonn. Drei Generationen sind in Bonn groß geworden, aber davon der Vater dann, der kam aus Mondorf, also immer näher hierhin. Und dann zum Schluss konnte ich nachweisen, dass ein Vorfahre von mir hier aus Bergheim kommt und in dieser Fischereibruderschaft war. Und ich bin heute hier aufgenommen worden und das ist, es ist wunderbar. Da ist mir wirklich die Luft weggeblieben, als die ganzen Leute dann aufgestanden sind, um mich zu ehren sozusagen. Ja, das ist sprachlos ist man da. Es kam dann so weit raus, dass die Fischerbruderschaft mich haben wollte. Aus dem einfachen Grund, weil ich drei Söhne hinter mir habe und auch noch drei bzw. zwei Enkelsöhne. Und da sind die scharf drauf. Also meine Oma, die hat 10 Kinder, davon sind 6 Mädchen und 4 Jungen. Und ich bin der einzige männliche Enkel von meiner Oma. Also von 10 Kindern der einzige Enkel, der das weiterführen kann. Weil die anderen sind alles Mädchen geworden, die Enkelin. Und da hängt auch schon ein bisschen Verantwortung dran jetzt, dass ich das weiterführen muss. Wir sind heute hier versammelt, weil uns ein Bund zusammenhält. Sind auch viele weggezogen. Heute seid ihr hier aus aller Welt. Wo noch die Nachtigallen schlagen, wo sich die Siege im Rhein verlieren. Mythische Landschaft wie in Sagen hat manchen Fischer inspiriert. Die Jahre ziehen, was ist passiert? Auf